Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Wir hören im Hintergrund, der ist gut gelaunt, das ist doch schön. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße den Namen von FX Flat. Ja, so kann das Webinar starten. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig. Gut, dann übertragen wir doch ganz schnell den Monitor zu Thorsten, damit er die gute Laune nicht verliert. Und dann freuen wir uns, was er uns heute mitgebracht hat. Darauf, was er uns heute mitgebracht hat. Ihr merkt, ich bin noch nicht ganz wach heute und wünsche trotzdem viel Spaß. Du bist noch nicht ganz wach, das merkt man dir gar nicht an. Man stottert erst in Klatte. Haben wir letzte Woche schon mal besprochen. Mensch, Mensch, Mensch. Du bist ja Das schlimmer war nicht als. letzte Woche. Nein? Nein, schon lange her. Du meinst, über eine Woche merkst du das, das muss 2 Wochen her sein. Richtig. Sehr gut. Ja, wir sind, guten Morgen erstmal, wir sind inzwischen in Karelien gelandet. Ich glaube, letzte Woche waren wir noch in Heinola, 100, 150 Kilometer nordöstlich von Helsinki. Wir sind dann stramm an der russischen Grenze hoch über die Via Karelia, quer durch Karelien, bis hoch nach Kuusamo und vorgestern waren wir am Nordpolarkreis. Die Bilder dazu findet man inzwischen auf der Facebook-Seite. Allerdings, ich weiß gar nicht, seht ihr das Bild hier? Das ist Nelson bei der morgendlichen Dusche. Sieht nach Wir, Spaß aus. ja, ne? Wir haben die, der, das Hauptziel dieses Jahr der Tour war, Bären zu sehen. Und wir haben lange gesucht. Wir wollten das in Tallinn oder in der Nähe von Tallinn, also in Estland, schon machen. Wir haben dort keinen passenden Guide oder keine passende Möglichkeit gefunden, das so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Hier in Nordkarelien haben wir dann eine finnische Agentur gefunden, die ein Gebiet hat. Meine Frau kann mich gerne verbessern, aber ich glaube von 600 Hektar, wo die Bären frei leben, ganz normal ihrem natürlichen Ablauf nachgehen. Und auch ihren Winterschlaf halten und mit allem drum und dran ihre Jungen großziehen. Und dort haben wir uns dann eingenistet, um ein paar Bilder einzufangen, was uns dann auch gelungen ist. Wir haben nicht nur Meister Pets gesehen, sondern auch diesen Kumpel hier, der sich herrlich präsentiert hat. Hier ist sowas wie der ein oder andere auch bei uns, einer von den Halbstarken, der noch nicht so richtig weiß, wohin. Hier muss er schnell ein, ich weiß nicht, was er für ein kleines Vieh ausgebuddelt hat, was er da gerade vertilgt, was er schnell knacken muss und einverleiben, bevor sein Bruder oder seine Schwester kommt und ihm das streitig macht. Seine Mama macht dann abends doch ein kleines Bad, um das Ungeziefer, was sich im di dicken Pelz angesammelt hat, zu ertränken und sich von einem heißen Tag zu erholen. Dieses Schlammbad, glaube ich, tut den Jungs gut. Dann kam der Papa dazu, der musste mal gucken, was die Mama dort macht und ob sich vielleicht ein gemeinsames Schaumbad lohnt.
Und der Großvater hat sich an die Kante gestellt und geguckt, ob seine Kinderchen auch wirklich artig sind oder eventuell schon wieder dabei sind, Nachwuchs zu erzeugen. So, da kann man der Mama ja mal hinterher stiefeln, wenn sie schon mal frisch gebadet ist. Und der Junge hier, der kreist oben drüber und passt genau auf, was die da unten machen. Das Herrliche ist, wir haben die Könige der Wälder hier live erleben dürfen, sehr nah erleben dürfen. Wer uns letztes Jahr schon verfolgt hat, hat mitgekriegt, dass ich meine Fotoausrüstung letztes Jahr am Salzwasser versenkt habe, als wir genau den Kumpel hier, den Seeadler, fotografiert haben. Danach hat die Ausrüstung Totalschaden gehabt und wir haben auf eine etwas abgespecktere Version zurückgegriffen. Die nicht mit dem Teleobjektiven ausgestattet ist, so wie wir die sonst gewohnt sind. Aber an den Fotos kann man, glaube ich, erkennen, wie dicht die Jungs auch gewesen sind. Der kleine Kumpel hier, der will nicht grüßen, sondern der versucht, auf den Baum zu kommen, weil dort oben sein Kumpel, das sehen wir gleich, sein Kumpel kommt. Die beiden, jetzt weiß ich nicht so richtig, ob das ein Vorspiel ist oder ob die sich um irgendwas streiten, aber die Szene fand ich einfach zu schön, um sie einzufangen. Wir haben da an diesen 3 Tagen, die wir jetzt unterwegs waren, haben wir, ich glaube, insgesamt fast 16.000 Bilder gemacht und haben jetzt sehr viel zu tun, die durchzusortieren. Wir haben es gestern Abend geschafft, sie grob vorzusortieren, um euch ein paar Sachen wirklich zu präsentieren, was wir hier so machen. Man kann es nicht glauben, aber diese kleinen Plüschohren hier, die können verdammt gut hören. Bären haben den Nachteil, dass sie fast blind sind. Sie sind sehr, sehr kurzsichtig. Aber sie haben eine verdammt gute Nase. Sie können über 3 Kilometer ungefähr riechen und können auf ähnliche Entfernungen hören, ob irgendwas passiert. Die Jungs hier stören die selbstverständlich nicht. Die sind sie, glaube ich, gewohnt, dass die von oben kreisen und den versuchen, auch ab und zu mal etwas Futter madig zu machen. So ist das, wenn man noch zu jung ist und zu halbstark ist, dann will man oft hoch hinaus und wer hoch hinaus will, der fällt tief. Und wenn dann die Kamera mal klickt, aus Versehen oder einen Piepton von sich gibt, dann sind die Jungs ja auch sehr hellhörig, wie man hier sieht, so ungefähr, ups, was war das hier? Schauen die Jungs einfach mal zu. Okay, das soll es aber auch schon davon gewesen sein. Wir sind ja nicht hier, um zu sehen, wie man seine Reise verbringt. Wir wollten nur einen kleinen Querschnitt der letzten Woche bringen, wo wir dem reisenden Händler, glaube ich, alle Ehre gemacht haben. Den Reisebericht etc. findet ihr auf der Facebook-Seite oder unserer Facebook-Seite der reisende Händler. Im Moment sind wir in Hossa. Hossa liegt nicht in Spanien, auch wenn man das vermuten könnte, sondern es liegt im Norden von Finnland am Hossa-Nationalpark und sind jetzt dabei, das Erlebte auszuwerten. Apropos Auswertung. Zu der Auswertung kommen wir mal zuerst mit dem Euro. Wir wollen ja sehen, was bringt uns der Tag heute oder was immer zurückblickend, was haben uns die letzten Tage gebracht. Ich will mit den Bildern nicht irgendwie neidisch machen oder sonst irgendwas, sondern einfach, wir haben letzte Woche gesagt, dass wir
keine Webinare machen, die jetzt diese Woche, weil wir genau das auf dem Plan hatten. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Stunden in der Wildnis denke, die wir dort erleben durften. Auch sowas muss ein Kopf erstmal verarbeiten. Genau wie die Börse verarbeitet werden muss. Wir schauen mal, was wir, das war gestern. Wir machen das mal anders. Und zwar hatten wir bei uns so, ich will nicht sagen eine Diskussion, aber am Montag, wo unsere Community in Gänsefüßchen alleine gelassen wurde, kamen Diskussionen auf, wo die Händler überlegt haben, was macht man jetzt richtig? Und es wurde darüber spekuliert, ist es eine SKS oder ist es keine SKS? Das ist das, was ich lesen konnte draußen in der Wildnis. Und darauf will ich jetzt einfach mal eingehen. Wir tun jetzt einfach mal, das hier ist der Montag. Und wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir Montag haben. Was ich morgens noch geschafft habe, ist auf allen Kanälen, egal ob auf Facebook oder Slack, mitzuteilen, dass wir oben einen Deckel haben, circa bei der 1,18. Viel höher sollte es nicht gehen, maximal bis zur 1,18,31. Und wenn wir dann den Weg andersrum gehen, erst nach unten, und unten hatten wir die 1,1740 und die 1,1705 auf dem Plan für den Tag. Ich habe ausnahmsweise mal die Marken von dem Tag nicht bekannt gegeben, sondern das hier war unser Plan von Montag. Wir sind oben bei der 1,18 ganz gut gedeckelt. Idealerweise wäre es schön, wenn wir erst nach unten gehen, 1,1740, 1,1717, 1,1705, an der 1,1705 long bis an die 1,18 und an der 1,18 kann man diese Geschichte drehen auf short bis zur 1,1740. So war der Plan am Montag anvisiert. Da sind noch die Linien drinne. Am 3.8. 1,1705 bis ca. 1,18. So war der Plan. Wir haben das Tief dann gemacht bei der 1,1695. Ziel oben war die 1,18. Hier unten direkt eine saubere Umkehr. Der ein oder andere fragt jetzt wieder, ja, was ist eine Umkehrformation? Woran erkenne ich das? Genau an sowas. Wir werden dazu mal ein Webinar machen, wahrscheinlich am Ende August oder Anfang September. Wenn das gewünscht ist, dann könnt ihr uns gerne eine Mail dazu schicken. Dann arbeiten wir dazu mal ein Webinar aus. Woran erkenne ich welche Formation und wie nutze ich diese in welcher Form? Wäre das nächste Webinar-Thema. Das heißt, am 3.8. am Montag haben wir auf dem Plan die 1,1705 und hoch bis ca. 1,18. Hier oben hat die 1,18 gelauert. Der Plan ist dann am Montag Nachmittag endlich gestartet, nachdem er sehr lange gebraucht hat, um diesen Weg nach unten hier zu nutzen. Morgens ist er noch hier oben rumgeeiert und um dann in einem Rutsch durchzumarschieren. Aber die Tiefmarke hier unten hat er geholt. Wichtig war hier der Schlusskurs, dass der circa bei der 1,1705 auch da ist. Und der war auch da bei der 1,1704. Danach ging es stramm bergauf bis zur 1,18. Am Dienstag konnten wir dann morgens diese Position schließen. Und wir haben sie nicht nur geschlossen, sondern auch gedreht.
Weil das Ziel war ja von der 1,18 Shorten bis zur 1,1740, 1,1738. Und auch diese Nummer hat dann hervorragend funktioniert. Hier konnte man sauber shorten und der Lauf ging nicht nur bis runter zur 1,1738, sondern der war im Tief sogar bei der 1,1721. Das allerdings dann erst am späten Nachmittag, am Dienstag, und dann war das Geschäft auch durch. Gestern dann den Mittwoch, der gestaltete sich wesentlich schwieriger. Mal gucken, ob wir den noch drin haben. Nein, das hier ist heute. Wo haben wir den Plan von gestern? Da haben wir ihn. Gestern war der Plan hier bei der 1,1821 bis zur 1,1839 in diesem Bereich zu shorten. Das war der Plan. Der hat gestern nicht funktioniert, sondern er ist direkt nach oben durchmarschiert, ohne unseren unteren Bereich überhaupt noch irgendwo zu touchieren. Der hat nicht mal die Anstalten gemacht, in irgendeiner Form den unteren Bereich anzulaufen. Das heißt, auch solche Tage sind, ich will nicht sagen normal, aber auch solche Tage sind möglich, dass es eben mal auch andersrum läuft und in die Hose geht. Und da sind wir auch schon bei dem Plan von heute. Nee, nicht von heute. Wo haben wir den von heute? Den hatte ich doch schon fertig. Da. Da sind wir auch schon hier in dem Plan von heute. Wir haben übergeordnet, welchen nehmen wir mal dafür? Wir nehmen mal den hier. Der kann das ab. Da. Den benutzen wir mal für die übergeordnete Geschichte, auch wenn ich jetzt dafür wieder Haue kriege. Nee, machen wir anders. Wir nehmen neun. Wir nehmen einfach einen nackten Chart. Das ist immer das Beste. So. So. Nehmen wir eine neue Strategie. Verpassen der einen neuen Namen. So. Mir. So, die heißt jetzt Lord Nelson. Und jetzt sehen wir hier, wir sind bei der 1,15, muss ich noch ein Stück weiter zurückgehen, sind wir ausgebrochen. Haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Wir haben da das eine Ausbruchslevel und dort oben haben wir das zweite Ausbruchslevel knapp unter der 1,15. Diese 1,15 ist bisher absolut unbestätigt. Wir warten die ganze Zeit drauf, dass er das Ding endlich mal in einer vernünftigen Korrektur bestätigt. Im Moment sind wir auf dem Trip A gleich C oder C gleich A. C ist länger als A. Da C länger ist als A, ist es sehr wahrscheinlich, dass die dritte Bewegung auch noch kommt, aber die sollte normalerweise nach alten Börsenweisheiten aus der Erfahrung heraus
die 1,15 unten vorher nochmal holen und bestätigen. Die Bestätigung errechnet sich aus verschiedenen Sachen. Ich mache das hier nur relativ grob. Wir haben da oben, na komm hier, ein bisschen genauer können wir schon sein. So, wir haben da das Hoch, wir haben da das Tief und wir haben hier die 61,8 und hier die 66. Das heißt, wir dürfen sogar ganz entspannt, nur um klassisch zu korrigieren, bis zu 1,1450 fallen, um diese Aufwärtsbewegung, die komplette Aufwärtsbewegung hier auszukorrigieren. Was dagegen spricht, ist, dass wir, dazu müssen wir das jetzt mal ein bisschen zusammenschieben, dass wir das hier als Korrektur hatten nach der Bewegung A. Und wenn wir das hier oben drauf packen, dahin, dann kann das hier schon die Korrektur gewesen sein. Dann muss die 1,15 eben noch ein bisschen warten. Wir waren bei der 1,1694. Um auch die Korrektur zu duplizieren, sind wir bei 1,1660, bei 1,1693, 1,1694 sind wir gewesen. Das heißt, selbst das hier kann es schon gewesen sein und dass er, so wie er uns das jetzt gerade versucht zu zeigen, nach oben rausmarschiert in voller Pracht und in voller mit vollem Schwung. Ja, Lutz, du hast vollkommen recht. Wenn wir die Geschichte jetzt mal hier nachverfolgen, könnte das hier, genau, obwohl ich diese Formation überhaupt nicht mag, könnte das hier eine Tasse sein, hier jetzt den Henkel gebastelt und wenn er diesen Level hier nach oben jetzt hält, dann ergibt sich daraus eine völlig neue Analyse. Aber ein Spruch an der Börse ist immer, handel das, was du siehst und nicht das, was du sehen willst. Wir haben als oberes Ziel die 1,25 auf dem Deckel, die kommen könnte, aber besser nicht so schnell. Und hier, da aus dieser Formation würde sich erstmal die 1,2126 circa ergeben. Aber bitte, bitte, ich habe das auch am Montag schon mal geschrieben, bitte macht eure Analyse selber. Das hier sind hier nur ein paar Denkansätze, die ich aufgreife und auch nach außen vermitteln möchte oder weitergeben möchte, die Idee der anderen Händler hier auch bei uns in der Community zu kommunizieren. Und in diesem Fall am Donnerstag natürlich auch an die Gäste zu kommunizieren. Diese Tasse oder diese Formation gehört nicht zu meinen Lieblingsformationen, nicht zu denen, die ich beherrsche und die ich auch sehr, sehr, sehr selten erkenne, auch wenn sie eine recht hohe Trefferquote hat. Ist es nicht meine Baustelle. Wir müssen jetzt abwarten. Wir sind jetzt im H4 beziehungsweise im H1. Im H1 müssten wir jetzt um 9 einen Schlusskurs hier oben drüber kriegen, damit diese Formation auch Bestand hat und überhaupt eine Möglichkeit hat, durchgehandelt zu werden nach oben mit dem Ziel 1,2156, oder das hat mir gesagt, 26, 1, 21, 26 oben. Damit die Bestand hat, brauchen wir einen Stundenschlusskurs hier oben über diesem Hoch. Sollte das ein Fake werden, kann es genauso gut in die andere Richtung gehen. Dann hätten wir nämlich ein klassisches Doppeltop.
dieses Doppeltop mit wäre dann hier das eine hoch, hier das andere. Dann haben wir da unten die Nackenlinie. So, und wenn das hier die Nackenlinie ist, dann geht dieses ganze Spiel, wird dann nicht nach oben dupliziert, sondern geht dann nach unten. Und wenn das ganze Spiel nach unten geht, dann landen wir nämlich hier an dem alten Ausbruchslevel. Beide Formationen, die Tasse mit ihrem Henkel sowie auch das Doppeltop haben eine sehr hohe Trefferquote. Ne, mein lieber Lutz, die Tasse hat eine Trefferquote, schreibt ihr mir gerade, von 70%. Ein Doppeltop wird eher erkannt als eine sogenannte Kaffeetasse. Deswegen müssen wir hier im Moment beides einplanen. Wenn wir beides einplanen, dann sollten wir uns den Plan von heute anschauen. Ist der das hier? Ja. Und der Plan von heute, den können wir natürlich jetzt logischerweise um eine Marke erweitern, da uns die ja gleich gezeigt hat, nämlich um die 1,1922. Im High waren wir jetzt bei 1,1916. Das heißt, hier fehlen noch 6 Punkte nach oben. Wie handelt man sowas? Am klügsten oder wie handelt man sowas überhaupt, um meinem Namen, dem Shorty, wieder gerecht zu werden, wenn ich diese beiden Formationen vor der Nase habe und jetzt eine Entscheidung treffen sollte, wie handle ich was? Wenn ich die Kaffeetasse handle, dann würde ich in diesem Fall kaufen. Und zwar hier oben drüber. Spielen wir das Spiel mal durch. Dann würde ich da oben drüber kaufen, was ja ein paar Leute schon gemacht haben. Sonst wäre diese Bewegung hier nicht entstanden. Das heißt, knapp über der 1,19 müsste ich kaufen, um meinen Stop unter die 1,17 zu setzen. Weil das Regelwerk, wenn Regelwerk Kaffeetasse, dann da oben rein, und Regelwerk Kaffeetasse heißt Stop unter den Boden, und das Ziel errechnet sich aus dem Abstand vom Boden bis hier oben zum Tassenrand, und das wird dupliziert nach oben und dann landen wir bei der 1,2126. Nach Adam Riese und Eva Zwerg sind das 220 Punkte Ziel. Und es sind circa 200 Punkte Stop-Loss, wenn ich das Regelwerk einhalten möchte. Und damit habe ich ein CAV von 1:2, das heißt von 1:1. Meine Chance ist praktisch genauso groß wie das Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel sich umdreht, nach unten geht, ist genauso groß wie der Ausbruch nach oben. Allerdings habe ich hier, wenn ich jetzt in diesem Bereich shorte, in dem Bereich 1,1906 oder 1,19, wenn ich da shorte, kann ich meinen Stop auf die 1,19, na komm her, da, über die 1,1922 legen. Da oben haben wir unseren Zielbereich. Das heißt, mein Stop würde hier in diesem Fall grob 30 Punkte betragen. Und ich habe die Chance, das Ding wenigstens bis hier runter an den Boden zu handeln, nämlich 200 Punkte. Dann habe ich 30 Punkte Stop, 200 Punkte Ziel. Das ist dann für diese Position mein Regelwerk. Und wenn das mein Regelwerk ist, habe ich dann ein CRV von 7:1. Das heißt, meine Chance ist 7-mal so groß wie mein Risiko. Und ich habe die Möglichkeit, wenn das Regelwerk Doppeltop hier auftaucht und hier unten ein neues Tief macht, habe ich die Möglichkeit, die Position hier unten aufzustocken.
um dann das Regelwerk zu komplettieren. Und dann kann ich hier mit der doppelten Positionsgröße und den Stop für die Gesamtposition Break-Even zu handeln, kann ich dann eingehen, wenn ich unter 1,1694 handle. Wie starte ich sowas? Und daraus würde ich jetzt meine Schlüsse ziehen. Der Stop kann genauso gut für die Long-Position unter diesen Henkel. Da wir die 1,15 unten als Bestätigung noch offen haben, würde ich auch hier zugunsten vom CRV entscheiden und mich für ein Short-Szenario entscheiden, und zwar unter der 1,1854, nämlich dann, wenn der Henkel hier kaputt ist. Wenn diese Jungs, die ihren Stop hier drunter legen, wenn denen ihr Regelwerk um die Ohren fliegt und das Ding hier kaputt gemacht wird, würde ich einsteigen, das Ding direkt drehen. Wenn die Bullen weinen, dann freuen sich die Bären, wie man ja gerade beim Start bei den Bildern auch gesehen hat. Ich selber ist aber auch eine Erfahrungssache oder Gefühl, will ich nicht sagen, Gefühl an meiner Börse nichts zu suchen. Ich selber tue mich sehr, sehr schwer, in diesem Szenario hier auch noch zu kaufen. Diese Geschichte sollte erst dann aufgelöst werden und auf die Käuferseite, auf die bullische Seite werde ich erst springen, wenn wir hier unten bei der 1,15 gelandet sind. Ich kann damit völlig daneben liegen, so wie gestern mit unseren Zielbereichen haben wir auch daneben gelegen. Das gehört an der Börse aber auch dazu, dass man mal was an die Backen kriegt oder eben auch mal daneben liegt. Es ist ja nun mal hier kein Wunschkonzert. Das heißt, als Plan für heute diesen 40-Punkte-Move hier, den müssen wir jetzt erstmal verkraften. Ein Spike nach oben, hier kann auch ein klassischer Fake gewesen sein, um die Jungs über diesem Hoch hier sauber abzufischen. Ein klassischer Short Squeeze. Hier haben wir noch keine Formation. Da wir hier bei der roten Kerze einen höheren Eröffnungskurs haben, hätten wir auch einen tieferen Schlusskurs haben müssen, um da draußen eine Formation abzuleiten. Dann wäre es ein bärisches Engulfing. Ein bärisches Harami ist es nicht. Bei einem bärischen Harami hätte der Eröffnungskurs von der roten Kerze unterhalb von dem Schlusskurs der blauen Kerze liegen müssen. Das liegt da nicht. Damit ist es weder ein Harami und ein Engulfing ist es auch nicht geworden. Hier kann man schauen in dem 15-Minuten-Chart, ob man hier eine Umkehrkerze kriegt. Die läuft aber noch eine ganze Weile. Da, die läuft noch 10 Minuten. Die muss man abwarten. Und die 30-Minuten-Kerze, die muss sich ebenfalls noch entwickeln. Ansonsten sollte man hier sogar den Stundenschluss abwarten und schauen, war das jetzt wirklich nur ein Fake oder will das Ding wirklich nach oben raus? Solange ich das nicht weiß, ist es billiger und einfacher, an der Seitenlinie stehen zu bleiben. Hier schauen wir uns mal ganz kurz Dow Pro und den Dow an, bevor wir zum DAX gehen. Und wir haben gestern den Einlauf in den Einstiegsbereich 1 gehabt hier. Der Einstiegsbereich 2 wurde dann heute Nacht erst touchiert. Hier müssen wir oder gab es nicht das gewünschte Setup, so wie wir uns das wünschen oder so wie wir uns das vorstellen. Dafür hatten wir einen Tag vorher hier ein sauberes Long Setup, aber die Jungs, die den Dow handeln und die Dow Pro haben, können sich das ja selber reinziehen und anschauen. Kommen wir zum DAX. Wer kann sich noch an die Szenarien von letzter Woche erinnern? Wer weiß noch, was wir da für ein Bild hatten? Was war letzte Woche im DAX unser Plan?
Wer weiß es? Die SKS handeln, SKS bis 12.450, 12.210, schreibt der Uwe. Wer weiß es noch von unseren Gästen, die hier dabei waren? Im Moment melden sich ja nur die zu Wort, die auch bei uns im Club die ganze Position mit uns eventuell gemeinsam gehandelt haben. Die anderen sind wahrscheinlich genauso faul wie immer. So. Das ist das Bild, das Chartbild von letzter Woche, was wir aufgerufen haben. Wir haben die linke Schulter bei 13.000, die rechte Schulter bei 13.000. Der Plan vorher war, dass wir ab hier unten einmal hochlaufen an die 12.980 und dann runter an die, unter die 12.800. um dann die 12.450 und an die 12.210 zu laufen. Das Ziel 12.210 haben wir letzte Woche Donnerstag im Webinar auch noch erläutert, woraus sich das errechnet. Hier ist nochmal die Skizze dazu. Wir haben hier die Nackenlinie, die hier 1, 2, dreimal angelaufen wurde, um dann zurückgeschleudert zu werden, um dann direkt nach dem Webinar unmittelbar nach dem Webinar zu starten und durchzuklatschen. Ich glaube, Nelson kann mich gerne verbessern, aber ich glaube, das Webinar war gerade 5 Minuten vorbei und oder 10 Minuten vorbei und dann fing der freie Fall schon an, dass dieses ganze Ding durchgezogen wurde. Er hat dann am ersten Tag hier das Tief gemacht, knapp unter der 12.450, um dann zurückzulaufen, einmal Luft zu holen, dann die 12.300, ich glaube 12.280 waren wir hier im Tief, dann zurück. Wir hatten mehrere Marken auf dem Deckel, die 12.650, die 12.540, 12.450 und 12.210. Hier dann den Rücklauf bis an die 12.540, sogar knapp darüber. Und wer den ersten Lauf verpasst hatte, bei uns im Club haben wir dann gesagt, die Nachzügler, die den Aufsprung nicht geschafft haben, schaut euch bitte mal die Aufzeichnung von dem letzten Webinar letzte Woche an mit Nelson. Wir haben dann am Donnerstagabend noch gesagt, wer es nicht gepackt hat, der kann sein Entry noch bei der 12.540 suchen. Dann kam der zweite Lauf und am Freitagabend hat er dann das Tief markiert bei der 12.209,5. Das heißt, er hat unser Ziel um 0,5 Punkte überschritten. Das ist schon böse, wenn man sowas einfach tut. Kleiner Rechenfehler, der, glaube ich, aber hier auch sein darf. In diesem ganzen Spiel, wir hatten hier im März das Tief knapp unter der 8000. Wir sind seitdem in einem Rutsch nach oben durchmarschiert, haben jetzt hier da die Schulter, da den Kopf, da wieder die Schulter. Wenn sich das ganze Spiel ausbreiten sollte und fortsetzen sollte, kann es auch hier so aussehen, dass wir genau diese Bewegung, die wir hier gemacht haben, jetzt ebenfalls hier nach unten duplizieren. Dann würden wir in dem Fall genau bei 11.600 circa landen, da genau an diesem Tief. Und dann das ganze Spiel nochmal nach oben kaufen, da
um auch hier in höheren Zeiteinheiten dann die SKS eine Zeiteinheit höher abzubilden und aufzubauen. Und dann würde sich für die zweite Jahreshälfte dann, na komm her, genau dieses Setup ergeben. Und dann landen wir hier unten bei unter 10.000, nämlich bei der, ungefähr dahin, macht euch das Bild auch alleine, bei der 9.850. Nicht zu vergessen ist aber der Widerstandsbereich bei der 10.200, den wir auch schon aus früheren Zeiten kennen, nämlich aus dem April hier, wo genau diese Marken geholt hatten. Wenn wir jetzt eine Zeiteinheit höher gehen, dann erkennen wir, erkennen wir noch nicht, gehen wir noch eine Zeiteinheit höher, erkennen wir auch hier die 10.200 einmal hier und hier in diesem Bereich. Das wäre die Aussicht im DAX, ob er die nun so durchzieht oder nicht. Muss man sehen, der Plan letzte Woche hat hervorragend funktioniert. Er hat genau dieses Ziel angelaufen, so wie wir das haben wollten. Ist genau an die 12.210 gelaufen. Genau da, wo wir hin wollten. Und das Szenario, auch wenn wir vorher dafür ausgelacht wurden, hat wirklich hervorragend funktioniert. Was heißt das für den momentanen Handel? Wir haben die 12.200 gesehen. Wir sind danach hier zurückgelaufen bis an dieses Ausbruchslevel. Das hier war der Sell-Trigger oder es war der Entry für die Shorties, der Einstieg für die Bären, aber auch der Ausstieg für die Bullen. Der Ausstieg für die Bullen unterstützt natürlich den Einstieg für die Bären, weil eine bullische Position zu schließen ist nichts anderes als zu shorten. Und das hat genau diese heftigen Bewegungen auch verursacht. Ob da nur irgendwelche politischen Nachrichten dahinter standen oder ob Trump nun Furz gelassen hat, der nicht geplant war, keine Ahnung. Aber ich glaube, letzten Donnerstag kamen irgendwelche Nachrichten aus China, die das Ganze dann auch unterstützt haben in dem ganzen Corona-Wahnsinn, der hier durch die Welt gepustet wird. Das heißt, im Moment sind wir mit dieser Linie bei der 12.750 recht gut gedeckelt. Wir haben die ersten Positionen bei 12.700 wieder geschortet. Die sind gestern in dem Rücklauf rausgeflogen. Hier mit dieser Aufwärtsbewegung sind die gestern Break-Even rausgeflogen. Die anderen Positionen laufen wieder. Wir haben noch Short-Positionen im Markt, die auch da oben drüber abgesichert sind. Diese laufen noch. Das ist eine Gesamtposition. Die ersten sind, wie gesagt, rausgekegelt worden. Und diese jetzt sind am Laufen hier, so dass wir schauen müssen, wo wir landen. Die Stops für diese Positionen gehören entweder jetzt über dieses Doppeltop, ein hier oben bei der 12.770 und dieses High bei der 12.760. Wenn das als Doppeltop gewertet werden kann, ergibt sich auch da draus grob erstmal nochmal ein Tief, was wir hier nach unten duplizieren. Und dann haben wir auf jeden Fall eine faire Chance, hier unten bei der 12.300 zu landen. Eventuell sogar
nochmal die 12.210 hier unten zu sehen. Das ist nichts anderes als diese Korrektur. Erstes Hoch, zweites Hoch, Nackenlinie hier unten drunter und dann dieses Maß von oben nach unten dupliziert und dann landen wir wieder bei den alten Tiefs. Ich weiß, ich bin hier etwas ungenau. Die Marken sind jetzt nicht so astrein, aber ich arbeite jetzt hier auch etwas grober im Stundenchart. Diese ganze Geschichte kann man selbstverständlich dann über kleinere Zeiteinheiten verfeinern. Aber ihr sollt euch ja auch euer Bild selber machen. Wir sind ja nicht dafür da, eure Bilder zu zeichnen, sondern nur unsere Handelsansätze, unsere Sichtweisen zu erklären. Und dazu gehört eben auch mal so ein Setup, so wie im Euro, hier aufzugreifen und auch drüber nachzudenken. Aber dieses Setup würde ich bullisch nur dann in Erwägung ziehen, wenn wir einen Schlusskurs über der 1,19, über diesem Hoch, über der 1,19,10 bekommen. Wenn wir das nicht bekommen, haben wir einen klassischen Fake, einen Doppeltop mit einem Fehlausbruch, der das ganze Ding sehr schnell auch um 9 nach unten spülen kann. So, sind Fragen dazu? War ich vielleicht zu langsam? Habe ich vielleicht zu langsam erklärt und gelangweilt? Och, Bärchen, danke. Okay, mir ist es in den Webinaren wichtig, meine Sichtweisen zu erklären und vielleicht auch Verständnis zu erwecken für die Handelsweisen, wo ich mich auch regelmäßig mal gegen die Märkte stelle. Man fängt logischerweise Kritiken, wenn man in einem absolut bullischen Markt, der von der 8.000 im DAX kommt und schon wieder bei der 13.000, über 13.000 gewesen ist, wie vor Corona. Und wenn man dann sagt, man shortet, fängt man logischerweise Kritiken dafür. Wie kann man in einem so ausgeprägten bullischen Markt shorten? Wir haben es ein paar Mal erklärt, warum, wieso, weswegen. Und ich hoffe, das war auch einigermaßen verständlich, warum wir das getan haben. Und das Regelwerk war auch nachvollziehbar. Und ich hoffe, auch der eine oder andere war letzte Woche Donnerstag auch dabei und konnte die Geschichte hier im DAX auch mit Shorten. Wer war denn dabei? Wer hat denn das Setup übernommen und konnte das denn auch in Punkten umsetzen? Geldbeträge sind mir egal. Mir geht's darum, konnte man das auch in Punkten umsetzen? War es letzte Woche verständlich genug erklärt, warum wir diese Geschichte so extrem shorten? Morgen, Thorsten, kannst du schon sagen, wann es den zweiten Teil des Performance-Webinars gibt? Nein, einen genauen Termin kann ich noch nicht sagen. Wir haben aber nächste Woche Mittwoch ins Auge gefasst. Da diese Woche die Bären und die Adler gewartet haben, habe ich es mal gewagt, eine Woche Auszeit zu nehmen, um die Jungs auch vor die Linse zu kriegen. Diese Woche und die Vorbereitungstage, Reisetage, die fehlen uns natürlich. Und wir haben nächste Woche Mittwoch ins Auge gefasst und werden versuchen, den zweiten Teil nächste Woche Mittwoch zu machen. Da es da sehr viel um Theorie geht und nicht um den praktischen Handel, sondern da wir für die mehr mit Bildern, PowerPoint, etc. arbeiten, werden wir den Termin kurzfristig bekannt geben, wenn wir das Material dafür zusammen haben und das Thema ausgearbeitet haben. Wenn man dann nicht live dabei sein kann, ist es auch nicht so schlimm. Es wird eine Aufzeichnung geben, die man sich dann auch hinterher anhören oder anschauen kann.
So, war alles wunderbar und wir haben gut Punkte mitgenommen. Leider habe ich das Webinar verpasst letzte Woche. Okay, Aufzeichnung gab es ja auch, war am gleichen Tag noch online, hätte man sich anschauen können, aber da war Setup schon fast durch. Setup war super erklärt. Ich habe den Stop etwas früh nachgezogen, bin BE ausgestoppt. Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn so ein Setup auf dem Punkt genau aufgeht, ne? Aber das ist Börse und der Nachzügler hat mir die Chance, hier nochmal einzusteigen, das Setup mitzuhandeln. Jetzt müssen wir schauen, wie das Setup dieses Mal aufgeht. Wir haben auch hier, wir sind bei 12.615, wir sind bei der 12.850 bzw. bei der 12.900 sehr gut hier oben gedeckelt, so dass dieses Setup immer noch Gültigkeit hat und zwar noch so lange. Ja, den Pfeil habe ich jetzt extra für Lots gemacht. Also die Pfeilgröße, ne? So. Und solange wir uns hier in diesem Bereich bewegen, aus dem wir jetzt gerade zeitlich wieder rausgelaufen sind, solange wir uns nicht dort oben drüber begeben im Moment. Das heißt, hier oben sollten wir den Deckel bei der 12.840 haben. Deswegen haben wir auch kommuniziert, unsere Stops für die Short-Szenarien liegen über 12.850. Wir haben gestern oberhalb von 12.700 angefangen, wieder zu shorten. Nach unten habe ich schon etwas pyramidisiert und werde auch etwas weiter pyramidisieren, wie man hier sieht. Wir haben hier oben die ersten Positionen angefangen und haben die dann nach unten Stück für Stück aufgebaut. Was ich auch fortsetzen werde, aber erst dann, wenn wir jetzt hier unten drunter neue Tiefs kriegen. So, und das soll es dann auch für heute von meiner Seite gewesen sein. Wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich mich ganz gerne hiermit verabschieden, auch wenn die Stunde noch nicht ganz voll ist. Aber wenn man mit einer Kamera, muss mich verbessern, mit einer Kamera 13.000 Bilder gemacht hat, mit der anderen Kamera, glaube ich, 10.500 Bilder gemacht hat, dann weiß man, was an Arbeit wartet und der Reisebericht will auch noch geschrieben werden, die Analysen wollen noch geschrieben werden. Das heißt, wir haben auch ein bisschen was auf dem Deckel und noch ein bisschen was zu tun. Deswegen möchte ich mich jetzt ganz gerne verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu. Thorsten, man hört dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber Bitte? jetzt hört man dich wieder. Okay, sorry. Ich sage, ich hoffe, ich habe euch nicht zu dolle gelangweilt und auch nicht mit den Bildern gelangweilt. Werde mich jetzt hiermit auch verabschieden. Wahrscheinlich klauen uns die Rossen hier gerade wieder das Internet und werden uns verabschieden. Wir begeben uns auch langsam wieder auf die Reise Richtung Süden, so dass wir uns nächste Woche eventuell schon wieder aus Estland hören werden. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart und wir werden den Reisebericht so schnell wie möglich auch fertigstellen, damit der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen Blut leckt. Und vielleicht haben wir ja nächstes Jahr nicht nur einen, sondern vielleicht auch zwei oder drei reisende Händler, die dann unterwegs sind. Verfolgen könnt ihr das Ganze auf unserer Facebook-Seite, die wir in der Nachfassmail, glaube ich, mal mit verlinken werden, damit ihr vielleicht auch ein bisschen dran teilnehmen können. In diesem Sinne sage ich danke, dass ihr so zahlreich da wart und morgens euren Hintern aus dem Bett gehoben habt, um meinem Gelaber zu lauschen. Und danke an Nelson, dass wir unsere Setups hier zeigen dürfen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Vielen Dank, Thorsten, für das Webinar und natürlich auch für die tolle Bilder. Weiterhin viel Spaß und viel Erfolg auf deine Reise oder auf eure Reise.
Und natürlich auch ein Dankeschön an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren und immer so regelmäßig hier dem Thorsten zuhören. Und ich wünsche natürlich auch noch einen erfolgreichen Tag, noch eine erfolgreiche Restwoche. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute und passen Sie auf Ihre Position auf. Bis dann. Tschüss.